eigene Abfahrt auf der A111 durch den Wald, vorbei an Einfamilienhäusern, Villen und drei Tankstellen bis zum Waldsee, 4,6 Kilometer. Das ist der Hermsdorfer Damm in Kurzform. Ja, das ist schön, ne? Da versteht man sofort, warum die Leute, die sich hier für den Hermsdorfer Damm entschieden haben, hier wohnen. Hier ist nämlich alles so wahnsinnig schön grün und die Aussicht besonders von hier oben schön über den See. Und weil ich jetzt hier schon mal auf so einem Spielplatz bin, ich mache heute auch noch einen Crashkurs im Tretrollerfahren. Und damit herzlich willkommen zum Heimatjournal. Der Hermsdorfer Damm liegt im Bezirk Reinickendorf und verbindet die A111 und die B96. Es ist ja immer wieder erstaunlich, aber in Berlin geht Landwirtschaft und hier wohnt ein Hobbylandwirt, der ungefähr 1 Million Nutztiere hat und mit denen Honig produziert. Herr Gottschalk, es sind ja so viele Bienen hier. Ja. Das ist ja eine ganze Stadt, die Sie haben im Garten. Ja, es sind natürlich schon inzwischen eine ganze Menge geworden. Alles in allem aus 2 kleinen Völkchen und einem gefangenen Schwarm selber vermehrt. Hat sich das so entwickelt, ja. Hat sich das so entwickelt. Wichtig ist, die Varroamilbe kontrollieren. Diese kleinen schwarzen, Punkte, das sind die Varroamilben. Ja, wie viele dürfen da drin sein, bis also, Sie sagen, oh Gott, bei einem großen Volk, machen? So wie jetzt, ja. Das ist... 5 ist so, dass man sagt, jetzt sollte man demnächst überlegen mit behandeln. Das heißt, Sie müssten überlegen. Und ab 10 sollte man behandeln. Ja. Hintergrund ist, das sind nicht die Varroa-Milben, die im Volk sind, sondern es sind die alten Varroa-Weibchen, die sozusagen an Altersschwäche gestorben sind. Die schon sind. Eier gelegt haben. Und jetzt muss man hochrechnen, ungefähr mit Faktor 200 bis 250. So viele Milben sind jetzt in dem Volk drin. Verstehe. Wie hat es denn bei Ihnen eigentlich angefangen mit den Bienen? Ja. Sind hier vor 14 Jahren eingezogen und ja. Wollten unseren Garten sowieso ein bisschen bienenfreundlich haben. Ja. Und dann habe ich halt auch, weil der Garten sehr kahl war, hier zum Beispiel einen Apfelbaum gepflanzt. Ja. Und der wurde jahrelang nicht bestäubt. Und dann haben wir gesagt, da muss doch mal jemand was gegen tun. Mhm. Und dann haben wir 2013 einen Imkerkurs besucht und mit 2 kleinen Völkchen angefangen. Ach okay, und dann konnten Sie nicht genug davon haben und dann ging ein Bienenvolk nach dem anderen. Ja, das Thema ist, wenn es einem Bienenvolk gut geht, dann vermehrt es sich. Ja. Wenn es einem Bienenvolk schlecht geht, dann kriegt man das kaum zum Überleben. Und das ist genau das Thema Varroamilbe. Da muss man sich gut drum kümmern. Okay. Weil die macht im Wesentlichen den Bienen das Leben schwer und sorgt dafür, dass die Bienenvölker sterben. Von Ihrem Garten alleine, der ist zwar sehr blütenreich, werden diese ganzen Bienen ja nicht satt. Wo holen die sich denn hier in Berlin dann ihr Futter? Die Bienen sind hauptsächlich von den Baumblüten abhängig. Ja. Zum Beispiel hier der Hermsdorfer Damm. Ist in dem Lindenallee. Abschnitt eine Lindenallee. Ah, das ist natürlich passend. Und ne? In der Zeit... Wenn die Linden blühen, ja. Dann sammeln die Bienen natürlich auch in den Linden. Und jetzt? Was sammeln die jetzt? Und jetzt sammeln sie sogenannte Leppertracht. Leppert sich zusammen. Es leppert sich zusammen. Okay. Zum Beispiel hier die Sonnenhüte, die hier im Garten stehen, der Wasserdost. Ja. Aber die Bienen fliegen ja nicht nur hier in den Garten, sondern sie haben einen Aktionskreis von 1,5 bis 3 Kilometer. Ja. Und wenn sie da nichts finden, fliegen sie auch 7 Kilometer oder noch weiter. Verstehe. Was man hier allerdings nicht hört, ist das Bienensummen, weil der Hermsdorfer Damm so laut ist. Ne? Der ist schon sehr befahren. Ja, das ist halt die Durchgangsstraße zur Autobahn. Aber wenn es zum Beispiel abends mal ruhig ist, dann hört man das Bienensummen schon. Oder auch das Tüten einer jungen Königin, wenn sie geschlüpft ist. Ach, dann wirbt sie nämlich mit dem Tüten im Volk für sich, damit das Volk sie auch als ihre neue Königin annimmt. Wunderbar. Und richtig ruhig war es aber hier am Damm auch mal. Der Berliner Comedian, Musiker und Regisseur Sammy Tavalles wohnt nur wenige Meter vom Hermsdorfer Damm entfernt. Für ihn ist die vielbefahrene Straße ein Stück Heimat, obwohl sie keine Schönheit ist und das auch nie war. Ich kenne den Hermsdorfer Damm von vor 40 Jahren, weil ich ja in meiner Kindheit hierher gezogen bin mit meinen Eltern. Damals war es eine nicht mal so bebaute Straße. Und die führte ja ins Nichts, da war dann die Mauer dahinter und da wollte ja keiner hin. Deswegen sind wirklich nur die Leute hergefahren, die da gewohnt haben.
ich liebe den Hermsdorfer Damm, denn der ist für mich der Weg ins Paradies. Der liegt genau zwischen dem Tegeler Forst und dem Fließtal. Und beides sind wunderschöne Naturgebiete. Was will man mehr? Von Mai bis November beweiden mächtige Wasserbüffel das Tegeler Fließ. Sammy mag die Tiere sehr. Also das Leben eines Wasserbüffels hat schon was Beneidenswertes. Und diese Ruhe hätte ich gerne auch mal weg. Habe ich aber nicht. Nein, die Ruhe hat er nicht weg, der Sammy Tavalis. Aber genau diese Lebendigkeit ist es, die sein Publikum an ihm liebt. Und dann ist da seine unglaubliche Kreativität. Seine selbstgebaute One-Man-Band ist vielleicht sogar die kleinste der Welt. Das ist aus zwei Mundharmonikas gebastelt. Das war mal eine Kuhglocke, das war eine Kaffeedose und einem Überraschungsei mit Zucker gefüllt, dass man so einen Sound hat. Hier habe ich diese Cymbals genommen als kleine Hi-Hat. Und der Haifisch, der hat Zähne. Schon als 15-Jähriger verdiente sich Sammy sein Taschengeld mit Gitarrenunterricht. Für ihn stand immer fest, ich will auf die Bühne. Und das mit ganzem Körpereinsatz. Sieht man nicht. Das ist schon irgendwie ganz körperlich anstrengend. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil ich jetzt noch die Beine mache und sowas. Aber ja, strengt schon ein bisschen an. Nicht so wie die anderen Nummern. Das ist eigentlich eher eine Ausruhnummer, aber ins Schwitzen komme ich trotzdem. Zum Glück ist sein Garten am Hermsdorfer Damm eine Ruheoase für ihn und seine Frau Bianca, die übrigens Artistin ist und ihn manchmal bei seinen Programmen begleitet. Doch einfach nur so sitzen und nichts tun, das klappt dann doch nicht so richtig. Seine neueste Tavalimba muss eingespielt werden. Ja, im Namen des Instruments steckt sein eigener. Denn diese von ihm modifizierte Kalimba hat er sich patentieren lassen. Die Werkstatt im Keller seines Hauses ist der perfekte Ort für den 62-Jährigen, einer weiteren Leidenschaft zu frönen, dem Basteln und Bauen. Ich habe an allem Spaß, was ich mache, wenn es künstlerisch ist, wenn am Ende ein Ergebnis rauskommt, wo ich denke, oh, das ist schön geworden. Und so lässt Sammy Tavalis nur zu gern die eigenen Puppen tanzen. Allzu lange hält es der Bühnenstar allerdings auch in der Werkstatt nicht aus. Naja, ich mache die Arbeit hier am liebsten, wenn ich lange auf Tournee war und dann genug von der anderen Arbeit habe. Wenn ich jetzt ein paar Wochen hier nur diese Dinger bauen müsste, hätte ich satt und möchte wieder auf die Bühne. Na dann, Bühne frei. Hinter dem Zaun hier gibt es auch eine Show, eine ziemlich bunte, knallige Piepshow. Das ist für die Vögel von Frau Wedel. Sie sind ja Vogeltierärztin, ne, spezialisiert auf das ganze Gefieder. Ja. Und das kriegen die hier, das sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, ganz wichtig ist immer noch, also gerade für die Kakadus, dass die Keimfutter kriegen. Das kann man also dieses Körnerfutter ankeimen lassen oder diese Leguminosen, also Erbsen und Kichererbsen und was dann ja, und Linsen ja, und sowas Linsen, alles. Genau, ne? Genau. Das habe ich erst gestern genau so gegessen. Da sind die ganz verrückt nach. Ja, das wär's schon. Und dann geht's jetzt raus in die Voliere, was ich ja ganz irre finde. Das ist ja hier ihre Küche. Das ist mit direktem, meine Wohnküche. Genau, mit direktem Blick zu den Vögeln. Ja. Das ist mein Stammplatz und dann habe ich die Lieben immer im Blick. Ja. So, hallo. Wer ist das? Das ist Horst, ein Horst. Australischer Königssittich. Ja, gehen Sie mal alleine. Kannst du hier raufkommen, Horst? Da? Na, mir vertraut er noch nicht so, der Horst. Horst, komm her. Horst, hier, guck mal, da. Das ist wie so ein bockiges Kind, ne? Dann
Susi, wie ist denn bei Ihnen so diese Liebe für diese Vögel entstanden? Ach, das ist ganz merkwürdig. Also ich hatte mit 7 Jahren meinen ersten Wellensittich. Ja. Und vorher hatten meine Eltern immer meinen Hund zur Pflege und haben mir dann eine Katze geschenkt. Und das war nichts. Das war nichts für mich. Ach, so, bei mir war es genau anders. Ja. Ich wollte meinen Hund und habe einen Nymphensittich bekommen. Ja, Pech. Aber das war überhaupt nichts für mich. Und als denn der Wellensittich zugeflogen war im Büro meiner Mutter, da kann ich nur sagen, das war es dann. Okay, und dann ging es los. Dann ging es los und da kam auch sehr, sehr schnell, schon mit 7 Jahren, der Wunsch, Vogeltierärztin zu werden. Okay. Obwohl es das überhaupt nicht gab zu der damaligen Zeit. Da gab es nur Großtiere und Hunde und Katzen, aber ja, das war so von Anfang an. Okay. Aber das ist ohrenbetäubend, ne? Das ist ja irre. Ich höre das gar nicht mehr. Sie hören das nicht mehr? Ich höre das nicht mehr, nee. Und wo kommen die ganzen Vögel her? Das sind, ich sage immer, das sind alles Abgabe- und Wegwerfvögel. Es ist leider, wie es ist. Also viele Leute schaffen ja unüberlegt, haben wir jetzt mit Corona gesehen, da werden Hunde und Katzen angeschafft und dann müssen die Leute wieder ins Büro und fällt ihnen nach unten. Mit den Vögeln ist es ähnlich und teilweise ist es ja auch so, dass sich die Lebensumstände verändern, dass sie umziehen oder einen neuen Job haben oder Beziehungen gehen auseinander und dann passt das nicht mehr. Horstchen, na komm mal her. Jetzt nimmt er den lässig in der Hand, den Müsli-Riegel. Oh, hier sind noch mehr Vögel. Das sind Ihre Pensionsgäste hier? Das sind Pensionsgäste, ja, das sind Feriengäste. Und die sind eben 2-3 Wochen immer hier. Ja. Er macht einen Wasserkocher mal. Ja, das ist Knurren, das ist Abwehrhaltung. Ah, das ist... Dann ist ihm was nicht geheuer. Hallo? Hallo? Warum sprechen Papageien eigentlich? Was hat denn das für einen Sinn? Der tiefere Sinn ist, dass sie Kontakt zu ihrem Halter aufnehmen wollen. Also ach da so, wir ja nicht papageiisch sprechen, ja, versucht es der Vogel im umgekehrten Sinne Kontakt zu uns aufzunehmen. Die Vögel von Frau Wedel, die sind schon mal eine Attraktion am Hermsdorfer Damm, aber sonst ist der Erlebniswert hier nicht so groß. Dafür gibt es aber die Heinsestraße, die vom Damm abgeht. Shoppen, Schlemmen, S-Bahn, alles da. Direkt hier, Ecke Heinsestraße, Hermsdorfer Damm, mache ich jetzt Fisch und Chips. Ich in der Fish and Chips Schule. Bei dir, Sonja, ne? Hallo, Ulrike. Kannst du gerne jetzt 3 lange Streifen machen? Ja. Dorisch ist das, ja? Ja. Jetzt nehmen wir ein Filet. Ja. Ab in den Bierteig. Richtig versinken. Richtig rein, richtig schön manchen. Muss man das wenden? Nee, das ist einfach jetzt wirklich nur mit Schütteln. Oh, das sieht aus wie gebackene Banane. Darauf hätte ich jetzt einfach nicht. Und hier rüber, ja? Genau. Das sind meine ersten professionellen Pommes. Aber ich finde, das sieht doch tippitoppi aus. Ich finde es super. Hast du gut gemacht, Ulrike. Danke so. Chef ist zufrieden, so optisch? Sieht gut aus. Ja? Muss nur schmecken, darauf trinken wir es mal ein. Ach so, okay. Na dann, macht man so im Norden, ne? Am Hermsdorfer Damm. Nicht lang schnacken, ne? Da kommt mir doch gleich die Frage, ist ruhig. Ja, selber. Ja, aber mach mal ruhig. Wir haben ja beide Messer und Gabel. Okay. Wie kommt man darauf, am Hermsdorfer Damm so eine Fischbude aufzumachen? Ja, das war eigentlich ganz einfach, weil mein erstes Treffen mit meinem Professor an der Uni, der hat uns alle eingeladen nach Frohnau, Hermsdorf. Und hier habe ich das erste Bier getrunken in Berlin. Also ich war gerade 2 Tage in Berlin und war auf einmal in Frohnau und in Hermsdorf und hab mir gedacht, so als Münsteraner, schön grün hier bleibe ich. Und so ist das. Schön grün hier und Bier, zack, zack, Fischbude. Ja. Und eigentlich kommst du aus einer Fleischersfamilie. Wie bist du denn dann zum Fisch gekommen? Naja, wie die Jungfrau zum Kinde. Also war als Ingenieur unterwegs, als fahrender Mensch und hab dann Pause machen müssen, wie jeder. Und hab dann einen Artikel, ein Schild gelesen mit Lachsbaguette 3,99. Hab das gegessen und hab gesagt, ey, das schmeckt ja super hier. Und dann habe ich gesagt, Sonnenbude.
in Berlin, das würde laufen. Okay, und dann Job geschmissen und direkt in Fisch gemacht. Ja. Was hat die Familie gesagt, die Fleischerei? Nein, das war, mein Vater hat 4 Jahre nicht mit mir gesprochen. Ist so, ja? Ja. Krass. Wie viel von der Auswahl hier ist denn regional? Ja, nur ganz rechts. Also es ist nur die Forelle. Die Bachforelle. Die Bachforelle und immer wieder ein Stör von Matthias, ne? Von 25 Teiche. Ja. Es gibt zu wenig Auswahl und zu wenig gute Produzenten in Berlin. Ehrlich sagen, das deckt nicht den Bedarf der Kundschaft. Ach, okay. Und wir können nicht das ganze Jahr über Karpfen essen. Das macht kein Mensch. Also. Nee, es schmeckt auch nicht. Also mir jedenfalls. Genau. Und es gibt auch kaum noch Berliner, die Karpfen essen. Nimmt auch ab, ja? Total. Mhm. Ja, also Berlin ist übrigens einer der Gebiete mit den höchsten Fischverzehr in Deutschland. Ist das so? Mhm. Ich glaube, mehr als an der Küste? Mehr als an der Küste. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Eigentlich schmeckt das immer, ne? Ja, eben. So, und während du hier mal kostest, geht's zum nächsten Beitrag. Hier kommen die Fischfreunde her und bei Denise, da treffen sich die Krabbelfreunde. Gut? Läuft. Läuft. Guck mal, ist ein bisschen verhalten, aber so sind sie, ne? Die aus dem Norden. Dieses grüne Haus, das sieht man irgendwie schon immer, ne? Denise ist auch echt eine super nette Maus, sage ich mal, die auch sehr herzlich ist und wo es einfach gemütlich ist. Und man fühlt sich auch willkommen. Und die Babys haben auch super viel Spaß. Ich komme aus Hermsdorf und habe mit meinem großen Sohn schon vor 4 Jahren das hier entdeckt. Bin schwer begeistert, deswegen komme ich immer wieder. Hallo! Magst du was trinken? Gerne. Haben wir schon gedacht. Ich bin Denise Sawyer, ich bin Sozialpädagogin von Beruf und gebe hier Pekip- und Babymassagekurse im wunderschönen Hermsdorf. So, rein mit euch. Pekip ist das Prager Eltern-Kind-Programm und es geht da einmal um den Kontakt der Kinder miteinander, um den Kontakt der Eltern untereinander und auch natürlich den Kontakt zwischen Eltern und Kind. Wo ist denn die Tilda? Wo ist denn die Tilda? Da ist sie, da ist sie. Sei herzlich willkommen. Ich habe selber mit meinem Sohn, der jetzt 13 ist, einen Pekip-Kurs besucht damals und fand das immer schon total schön. Dachte mir auch, irgendwie könnte ich mir sowas auch vorstellen. Und dann habe ich aber selber noch mal schnell ein Kind gekriegt. Und unsere Tochter ist geboren und in der Zeit habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht. Und irgendwie dachte ich mir, ich gebe vielleicht nebenbei so 1 bis 2 Kurse in der Woche. Mal gucken, ob ich so viel zusammenkriege. Ja, die Nachfrage ist sehr hoch. Ich habe den Eindruck, dass hier in Hermsdorf zwar viele ältere Leute leben, aber dass es sich so langsam abwechselt. Weil, also auch selbst wie wir vor 10 Jahren in unser Haus gekommen sind, hier hat dann einfach ein altes Ehepaar drin gewohnt, die gemerkt haben, das Haus ist zu groß für die. Wir machen gerne Platz für eine Familie mit Kindern, damit das Haus belebt wird. Da haben wir das Häuschen gefunden und uns gleich verliebt. Es war zwar viel zu tun, aber ich habe sofort das Potenzial entdeckt und habe gleich gesagt, das können wir da machen. Ich bin so der kreative Part, glaube ich, was das angeht. Ich bin die plant und erst der es bauen muss. Das war auch groß genug für den Pekip, ja, das ist das Gute. Ja. Das war, es gab so, sofort, so, das hier können wir Pekip machen und da wohnen wir. Tante Tom, aufgrund unseres Nachnamens. Also Patrick ist ja Kanadier, wir heißen Sawyer mit Nachnamen. Und dann kam irgendwann so die Namenssuche und dann sagte so eine Freundin einfach so, wie wär's denn mit Tante Tom? Diese Teile, die bei mir im Flur hängen und dann kommt manchmal einfach eine Frau und sagt, oh, das finde ich so schön, das Teil, kannst du mir das nochmal nähen? Oder auch, oh Mensch, der Stoff ist nicht so ganz passend, aber so eine Mütze wollte ich immer schon für mein Kind haben. Und ja, ist total schön, einfach zu wissen, irgendwie für wen ich das nähe. Und dass es nicht für irgendjemanden anonym ist, sondern dass es für eins der Babys ist, die ich kenne. Dann habe ich mich einfach mal so mit meinem Stift ans iPad gesetzt und habe ein bisschen gemalt. Und dann ist Carla Känguru rausgekommen.
Naja, ich habe es erstmal so für mich gemalt, bis eine Freundin meinte, ey, da kannst du einen Stoff draus zaubern. Ich finde das cool. Und ich habe gesagt, ach, weiß nicht, ob ich da gut genug für bin. Ich habe doch nur so ein bisschen rumgekrickelt. Und jetzt ist es eben ein Designwettbewerb gewesen von Lillestoff. Da habe dann tatsächlich gewonnen bei diesem Designwettbewerb. Also nicht als Einzige, so ein paar andere Frauen auch. Und wir sind jetzt die neuen Designer für Lillestoff. Und das ist ganz spannend und fühlt sich ganz gut an. Und zum Schluss gibt's noch einen Kuss. Hermsdorf ist für mich tatsächlich der perfekte Ort zum Leben irgendwie. Ist total schön hier. Am Anfang dauert es so ein bisschen, bis wir angekommen sind. Und jetzt inzwischen ja, mag ich nicht mehr weg. Sehr schön hier. Jetzt ist es soweit. Jetzt werde ich auch noch mal Kind-Tretroller fahren. Ist nämlich angesagt. Und hier in so einer ruhigen Seitenstraße, da soll ich auf Sie warten. Bin mal gespannt, ne? Guck mal, da kommen sie. Das sind gar keine Tretroller, das sind richtig Fahrräder. Rollfahrräder. Hallihallo. Hallihallo. Das sieht anders aus als das, was ich erwartet habe. Auto, vorsichtig, vorsichtig, Auto, um Gottes Willen. Darf man mit denen eigentlich auf der Straße fahren? Nein. Darf man gar nicht? Große Ausnahme für uns. Warum darf man mit denen nicht? Eigentlich sind es doch wie Fahrräder. Ja, der Tretroller zählt als Sport- und Spielgerät. Ja. Und wird somit nach Gesetz eben dadurch eingestuft und damit muss man den Gehweg befahren. Alles klar, sehr gut. Jetzt ist das ja ein witziger Sport und Sie sagen, das ist der Ausdauersport schlechthin, ne? Ja, ich war ja früher alter Langstreckenläufer, zog mir eine Verletzung zu. Ja. Der Tretroller war schon immer nebenbei mein Trainingsgerät und dann ist es nachher auf Verletzungsgründen zum Sportgerät nur noch geworden, ja, weil es sehr gelenkschonend ist. Ultra-Hoch-Langstreckenläufer heißt, was für ultra-lange Strecken sind Sie ihn gelaufen? Ultra-Langstreckenlauf heißt Strecken, die länger sind als Marathon. Also 100-Kilometer-Läufe gibt Stück? Es. Ja, denn die längste Meisterschaftsstrecke des Deutschen Leichtathletikverbandes ist seit einigen Jahren die 100-Kilometer-Strecke. Sind Sie gelaufen 100 Kilometer am Stück? Ja, Bestzeit 8,56. Bei mir wären es 8 Tage. Aber das war eine Kurzstrecke. Ich habe auch mal ein 6-Tage-Rennen gemacht auf der Bahn. Ja. Da bin ich über 600 gelaufen. Also jetzt will ich nicht weiter angeben mehr. Nee, ich bin ja fassungslos. Und man muss sagen, ne? Also hier Bewegung hält jung. Ich weiß ja, wie alt Sie sind. Ja, ich bin ja erst kürzlich volljährig geworden, aber nur, wenn man das Alter rückwärts liest. Ja, krass. Das ist Wahnsinn, kleine Denkaufgabe. So, jetzt kommen wir mal hier zurück zu den Tretrollern. Mit Beate, die Tretroller-Trainerin ist, mache ich jetzt einen kurzen Crashkurs, ne? Ja. Worauf muss ich achten? Ganz wichtig ist, dass du dich mittig auf das Trittbrett stellst. Ja. Und dass du dich im hinteren Bereich abstößt. Das heißt, deine Zehenspitzen sind in diesem Bereich. Hier stößt. Jawohl. Da trete ich ab, ja? Genau, schön dich dran am Tretroller. Ja, ah, und dann okay. Machst du dich lang auf dem Tretroller. Du merkst schon Bauch, Beine, Po. Voll. Genau, der ganze Körper wieder wird gestreckt. Genau. Und die zweite Bewegung, die wirklich sehr wichtig ist, ist das Bremsen. Den Schwerpunkt nach hinten, wichtig, die Arme sind dabei. Das mache ich immer, wenn ich Treppen oder zu 99,9 gestreckt, genau, dass du wirklich hier den Schwerpunkt hast. Und wenn du die Bremsen anziehst, kannst du jetzt nicht praktisch nach vorne kommen. Ja. Wenn jetzt jemand kommt, dann passiert nichts. Nee. Ne? Aber sieht schon sehr gut aus, du hast eine gute Streckung drin. Denkst auch immer daran, dass die Arme gut gestreckt sind. Läuft hier. Es läuft, genau. Fuß wechseln wieder, schön drauf achten. Okay. Genau. Fuß wechselt man nach wie vielen Tritten? Zwischen 5 bis 10 Mal stößt man sich mit einem Fuß ab. Und dann wird der Fuß gewechselt. Alter Scholli, ist anstrengender als ich dachte. Ist schon sportlich. Also man belächelt es vielleicht erst, ganz ehrlich, aber es ist sportlich. Ich merke es jetzt schon im Hintern. Ja. Knackige Hintern hier haben wir alle. Ja. Wie lange, was schafft man so? Was ist das Maximum? Frage ich Herrn Bartelt. Also meine erste etwas längere Tour, die ging von Bari in Süditalien zum Nordkap. Die zweite, die ging von Skagen in Dänemark nach Gibraltar. Ja.
Die dritte, das war der Hammer, das ging von Los Angeles nach New York. Man kann alle Informationen noch mal auf unserem RBB-Text nachlesen oder auf der Heimatjournalseite. Da kann man auch nachlesen, wo man das hier am Hermsdorfer Damm machen kann. Bei euch nämlich im Sportverein. Und wenn sich richtig viele jetzt melden, wird es auch eine eigene Sparte, ne? Beim SC Tegeler Forst. Die Geschäftsstelle ist im Hermsdorfer Damm 199. Wunderbar, da melden und dann wird es eine Sparte und dann sieht man immerhin schon mal hier ganz viele mit einem Tretroller durch die Gegend flitzen. Und jetzt sage ich, was gibt es so einen Tretrollergruß? Immer eine Handvoll Platz unterm Trittbrett. So würde ich sagen, auf geht's. So, viel Spaß, war schön. Wir sehen uns die nächste Woche wieder und zwar in Sinzig.